Ja, es ist richtig schön heiß hier, die Sonne knallt, aber wer hätte das gedacht, in 6 Monaten feiern wir schon Heiligabend. Mit voller Absicht begeht die Kirche am 24. Juni, also ein halbes Jahr vor Weihnachten, den Gedenktag von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer und Jesus sind im Lukas-Evangelium M miteinander verknüpft. Ihre Mütter waren gleichzeitig schwanger und vielleicht haben sie als Kinder sogar zusammen gespielt, obwohl es heißt, dass sie sehr verschieden waren. Später lässt sich Jesus von Johannes im Jordan taufen und Johannes erkennt, dass Jesus der Messias ist. Ansonsten ist über das Leben von Johannes dem Täufer nicht viel bekannt. Er macht sich mit 30 auf in die Wüste, führt dort ein karges Leben, ernährt sich von wildem Honig und Heuschrecken und predigt Buße und Umkehr. Sein Name bedeutet übrigens, Gott ist gnädig. Bei seinen Zeitgenossen ist er nicht sehr beliebt, weil er sie kritisiert. Und die Frau von Herodes Antipas lässt ihn schließlich in den Kerker werfen und köpfen. Johannes wird oft mit einem Kamelhaarmantel bekleidet dargestellt. Außerdem hat er meistens einen großen Stock in der Hand. Und er gilt als der Patron der Schafe und Lämmer und überhaupt aller Haustiere. Am 24. Juni wird außerdem das letzte Mal Spargel gestochen und das erste Mal Heu geerntet. Passiert also ziemlich viel am 24. Juni. Und neben dem Fest Maria Geburt ist Johannes der einzige Heilige, dessen Geburtstag offiziell so gefeiert wird und nicht nur der Sterbetag. Freuen können sich alle, die Jan, Jannes, Johannes, Jens oder Johanna oder Hanna heißen, denn sie haben am 24. Juni Namenstag. Herzlichen Glückwunsch!